Hallo, in diesen Videos möchte ich zeigen, wie man die Zustandsminimierung von Zustandsgraphen macht. Dazu möchte ich zum einen mal auf die Vorstellung des Ganzen überhaupt eingehen. Vorstellung in dem Sinne, wie kann man sich das vorstellen, was wird da eigentlich gemacht. Dann möchte ich das Rezept geben, da mache ich einfach nur das, was normal im Buch steht, hier als Video. Ein paar Beispiele und dann ein bisschen was zum Nachvollziehen von diesem Rezept. Das Ganze streckt sich über mehrere Videos. Das Material ist aus der Fernuni Hagen von dem Kurs Computersysteme 1 entnommen und ein bisschen abgeändert. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit der Vorstellung an. So, was ist die Zustandsminimierung? Wie kann man sich das vorstellen? Ich vergleiche das gerne mit von den Spielen früher, wenn man in irgendeine Höhle gefallen ist und dann aus der Höhle rausfinden musste. Also faktisch dann sowas hier. Hier ist irgendwo ein Zimmer, ein Raum in der Höhle und da fällt jetzt mein Charakter rein. Und jetzt heißt die Aufgabe, finde raus oder du stirbst in 3 Tagen oder sowas. Oder du darfst nicht verdursten oder keine Ahnung. Und wenn man sich nicht das Lösungsbuch gekauft hat zu dem Spiel, dann hat man keine Ahnung, wie diese Höhle aussieht. Was macht man also am besten? Man zeichnet einen Plan, wie diese Höhle aussieht. Und in einem Spiel ist es ja meistens so, muss der Charakter auch was trinken oder essen. Und jetzt ist es in dieser Höhle gibt es auch Räume mit Essen oder Trinken. Und es ist natürlich von Vorteil, wenn ich weiß, wo diese Räume sind, damit ich dann nicht verdurste, während ich die Höhle erforsche. So, gehen wir mal davon aus, das ist unsere Höhle und diese Höhle, das ist unser Raum. Und dieser Raum hat 2 Ausgänge. Über einem Ausgang steht die Zahl 1 und über dem anderen Ausgang steht die Zahl 0. So, und dieser Raum ist vollkommen leer. Da ist nichts drin. Außer ein Stein ist da drin. Uascha. Wir malen einen Stein rein. Das ist kein M. So, jetzt überlegen wir uns, okay, wir gehen einfach mal durch diesen Gang hier mit der Nummer 0 drüber. Laufen wir, laufen wir, laufen wir und dann kommen wir in einen neuen Raum. Und in dem neuen Raum ist Wasser. So, das Lustige an dieser Höhle ist übrigens, das geht alles nur in eine Richtung. Also dieser Raum hat jetzt Wasser und dann gucken wir da und da sind wieder 2 Gänge. Über dem einen steht eine 1, über dem anderen steht eine 0. Okay, jetzt überlegen wir uns, okay, wir sind eben durch die 0 gegangen. Dann laufen wir einfach jetzt mal durch den Gang Nummer 1. Laufen wir, laufen wir, laufen wir. Kommen wir in den neuen Raum. Was ist denn in dem neuen Raum? Wieder Wasser. Cool, haben wir schon 2 Räume mit Wasser. So, jetzt entscheiden wir uns. Hier ist natürlich auch, sind natürlich auch wieder 2 Wege. Oh, jetzt muss ich das hier mal so ein bisschen rübermalen. 1 und 0. So. Und jetzt überlegen wir uns, okay, wir sind jetzt wieder durch den Raum, mit der, wo die 1 drüber stand, gegangen. Durch den Gang mit der 1 drüber. Dann gehen wir doch jetzt wieder durch den Gang mit der 0. Laufen, 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 laufen. Und kommen zu einem anderen Raum. Und da ist wieder ein Stein drin. Und da gibt es natürlich wieder, ich mache jetzt hier mal auch 2 Wege wieder rein. 1 und 0. So, und dann laufen wir wieder irgendwo durch den Gang mit der Nummer 0 drüber. Und dann kommen wir hier irgendwo rein. Und da ist auch ein Stein drin. Okay, was machen wir jetzt? Wir könnten theoretisch jetzt einfach diesen Weg zurückgehen, diesen Weg zurückgehen, diesen Weg zurückgehen. Jetzt sind wir wieder in dem ersten Raum mit dem Wasser und gehen mal durch den Gang 0. Wir wollen wissen, wo der hinführt. Und der führt jetzt nicht dahin, sondern der führt ein bisschen weiter runter. Auch zu einem anderen Raum mit einem Felsen drin. Wir haben verdammt viele Räume mit Felsen. So. Jetzt gucken wir uns das mal an. Wir könnten jetzt diesen Raum hier weitergehen. Immer irgendwie links, rechts, 1 und 0. Gibt es ja immer diese Wege. Und diese Karte wird da einfach unendlich groß werden. Und die Zustandsminimierung macht quasi aus dieser Karte die echte Karte. Das heißt, wir sind hier, waren wir in einem Raum mit Wasser. Und, oh, ich wechsle mal die Farbe. Hier waren wir in einem Raum mit Wasser. Sind dann durch den Gang mit der 1 gegangen und sind in einen zweiten Raum mit dem Wasser gegangen. So haben wir unsere Karte gezeichnet. Aber was wäre denn gewesen? Es könnte ja auch so sein, dass das der Raum mit dem Wasser war. Nicht mit dem Felsen, mit dem Wasser. So. Wir gehen durch den Gang mit der 1 und landen einfach wieder im selben Raum. Das wissen wir ja nicht. Ist ja nur Wasser drin. Vielleicht ist es ja dasselbe Wasser. Und das ist das, was die Zustandsminimierung macht. Sie versucht herauszufinden, welche Gänge haben wir doppelt markiert. Und natürlich kann es in der Höhle sein, dass wirklich 2 Räume mit Wasser da sind, die exakt gleich aussehen. Aber da hakt es einfach an dem Beispiel. So, so viel erstmal zur Vorstellung, was wir eigentlich überhaupt machen. Und wie wir das rausfinden ist, also wie wir rausfinden, welche von diesen gleich sind, ist, wir müssen uns angucken, von diesem Raum mit dem Wasser und von diesem Raum mit dem Wasser, müssen wir uns angucken, von in welchen Gang gehe ich und in welchen Raum komme ich dann sozusagen. Also zum Beispiel ist es hier so, ich gehe durch den Gang mit der Nummer 1, komme in den Raum mit dem Wasser. Wenn ich jetzt hier durch den Gang mit der Nummer 1 gehe, dann verlängere ich den Pfeil mal, könnte es ja sein, dass ich auch in den Raum mit dem Wasser komme. Das heißt, wenn ich hier
durch den Gang mit der 1 gehe und hier durch den Gang mit der 1 gehe, komme ich in denselben Raum, scheinbar. Das ist ein sehr starkes Kriterium, also das ist ein sehr starker Hinweis darauf, dass es das gleiche sein könnte. Jetzt könnte es aber auch sein, so wie ich es eben gesagt habe, dass dieser Gang zwar auch der Gang mit der Nummer 1 ist, aber ich nachher ganz woanders rauskomme. Also das wäre dann wohl nicht gleich, eindeutig. Und das versuchen wir einfach. Das ist der Punkt Nummer 1. Der Punkt Nummer 2 ist, dass wir uns überlegen müssen, egal welchen Weg ich gehe, nehmen wir an, gingen wir mal davon aus, dass das hier ein Raum wäre, dann müsste ich die Karte, die ich vorher gezeichnet habe, unendlich mal unendlich irgendwelche Wege gehen können und es wäre, würde genau das gleiche Ergebnis rauskommen, wie wenn ich diese zwei Räume als einen Raum habe. Das ist ein bisschen schwierig, das kommt gleich noch. So, das erstmal zur Vorstellung, was wir eigentlich hier überhaupt machen.